Von den ersten Worten bis zur Baby-Papa-Beziehung. Fiona Erdmann plaudert ganz offen über das Leben mit ihrem kleinen Sohn. Im August 2020 wird die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin erstmals Mama. Seitdem ist ihr kleiner Leo das ganze Glück der Influencerin und begeistert sie immer wieder mit seinen Fortschritten. Im Promiflash-Interview gibt das Model jetzt ein Baby-Update. Wie weit ist ihr Söhnchen inzwischen? Läuft er schon wild durch die Gegend? Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass er noch nicht läuft. Weil das, ich sag mal, der hat schon, also er hat richtig Speed, ne, wenn der krabbelt. Und dann denke ich mir, wo bist du denn schon wieder? Und der räumt gerade alles aus. Alles aus, wobei er jetzt gerade neu dazu gelernt hat, auch wieder einzuräumen. Also das ist jetzt auch in seinem Repertoire. Die Kramlust ihres Knipses stört die Dubai-Auswanderin aber gar nicht. Im Gegenteil. Ich finde das auch ganz wichtig für die Entwicklung, die auch entdecken zu lassen und sowas. Ich lasse ihn sehr viel rumkrabbeln, ne? Auch, also manchmal sagen die Leute dann immer, du kannst ihn doch nicht auf der Straße rumkrabbeln lassen. Dann sage ich, naja, ich kann ihn auch nicht die ganze Zeit halten und festhalten. Also wenn er krabbeln möchte, dann möchte er krabbeln. Und auch sprechen kann Leo nach einem Jahr schon ein bisschen. Bei der Wortwahl kommt er sogar ganz nach der Mama. Mama, Baba, sagt er. Baba heißt arabisch Papa. Und er sagt halt immer die ganze Zeit Baba, 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 Mama, Mama. Nein, sagt er auch. Nein, nein, nein. Also man kann daran erkennen, dass ich öfter Nein sage. Die 33-Jährige legt in der Erziehung vor allem Wert auf eine Menge Liebe. Deswegen macht sie ihrem Kleinen auch keinen Druck, mehr zu sprechen oder schnell laufen zu lernen. In 20 Jahren fragt dich keiner mehr, wann hast du angefangen zu laufen? Weißt du, das interessiert niemanden später mehr. Oder wie schnell hast du was gesagt? Lass Kinder Kinder sein, lass sie groß werden und genieß einfach die Zeit. So, also ich gucke da jetzt nicht die ganze Zeit drauf, wann läuft der endlich. Ich bin happy, dass er so ist, wie er ist, dass er so ein Entdeckerbaby ist, dass er einfach ein Happy Baby ist. So. Und ich finde es jetzt auch gar nicht wichtig, wie viel er sagen kann oder wie schnell er ist oder ob er laufen kann oder so. Und auch Leos Papa Mo lebt ganz nach diesem Prinzip. Wie die Beauty verrät, geht der Unternehmer in seiner neuen Rolle total auf. Er ist auf jeden Fall ein sehr liebevoller Daddy, das mag ich sehr gerne. Also er kuschelt sehr gerne mit ihm. Ich mag das einfach so gerne sehen, wie die beiden irgendwie so, ja, so eine innige Beziehung auch haben. Neben all der Liebe und Geduld ist Fiona aber auch ein bisschen strenge wichtig. Die Schauspielerin legt viel Wert auf eine gute Erziehung mit klaren Regeln. Doch grundsätzlich zählt für Fiona nur eines. Ihrem Baby und ihren Liebsten soll es gut gehen. Das macht sie mehr als zufrieden. Das ist für mich richtig erfüllend, ehrlich gesagt. Das ist, macht mich so happy und stolz, einfach zu sehen, dass ich so meine eigene Familie habe, dass er seinen Sohn liebt und irgendwie auch für ihn da ist. Ich glaube, ja, das ist, mehr kann man sich eigentlich gar nicht so wünschen.